Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, ja, es ist mal wieder Ende des Monats und das bedeutet Zeit für Neuzugänge. Auch ich habe diesmal ein paar neue Bücher geshoppt. Es sind nicht so viele geworden und dieses Mal habe ich auch nicht alle gleich gelesen, die ich neu bekommen habe. Aber es sind trotzdem 6 Stück geworden und in diesem Video möchte ich sie euch alle zeigen. Als erstes möchte ich die gebrauchten Bücher zeigen, die ich in einer Buchhandlung gekauft habe. Das ist so eine Secondhand-Buchladen und ja, ich habe sie ziemlich gerne. Sie ist klein und es gibt auch einige echt coole Bücher und das wechselt natürlich immer wieder, weil die Leute ihre Bücher dort verkaufen können und es macht auch Spaß und ich investiere da auch ein bisschen mehr Geld rein, dass das Laden nicht einfach schließt, denn es wäre ziemlich traurig. Ich habe da diese Reihe gekauft für jeweils 5 Euro, das heißt, ich habe 10 Euro gezahlt. Da wäre Wohin du auch gehst, das ist Bad Romeo und Broken Juliet. Und ja, ich werde immer bei dir sein. Das ist der zweite Band. Wie gesagt, 5 Euro pro Buch habe ich gezahlt. Die beiden sind natürlich in einem nicht dem besten Zustand. Ja, sie sind nicht vergilbt oder so, aber ein paar ja, kleine Macken am vorderen Teil des Buches sind da. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hier sieht auch alles super aus. Und ich bin damit zufrieden. Und für 5 Euro wurde ja, das Buch neu 15 kostet, also beziehungsweise in Österreich sogar 15,50, bin ich zufrieden und ich freue mich einfach auch auf die Geschichte. Die gibt es nämlich auch auf Spotify zu hören und ich habe ja mein Abo noch. Das bedeutet, ich könnte ja einfach mal nebenbei hören oder auch ja, weiterlesen. Als letztes Buch in der Buchhandlung habe ich dann gekauft von Richard Layman Nacht. Das ist ein Thriller von Hardcore Heine Verlag. Hier weiß ich überhaupt nicht, um was es geht. Ich will einfach mal meine Richard Layman Sammlung auffrischen, denn ich habe eigentlich nur ein Buch und das ist Der Ripper und den möchte ich auch im Juni unbedingt lesen und deswegen dachte ich mir, ich kaufe jetzt mal einfach, ja, es waren nur 3 Euro und dem Mann, der dort arbeitet und dem das Geschäft gehört, den gebe ich gerne 3 Euro, wenn er ein super Buch hat. Das Buch hat nur eine einzige Leserille. Und ansonsten ist es, ich glaube, ein bisschen vergilbt, aber das ist einfach, weil die Sonne da hardcore reinscheint. Man kann nicht alle Bücher leider retten. Es ist nämlich auf der Hauptstraße. Als nächstes hatte ich ein Buch, das am 24. rauskam und am 25. habe ich es schon beendet. Darüber habe ich natürlich auch eine Rezension gedreht. Die verlinke ich euch unten. Und zwar geht es von Julie Highland, Pearl, Liebe macht sterblich. Und ja, dieses Buch war, sieht einfach so klasse aus mit der Perle und den schwarzen Rosen. Ich habe es mir vor einiger Zeit schon vorbestellt und ich habe mich tierisch gefreut, dass es genau den Tag ankam, weil manchmal, ja, kommt es halt doch nicht an. Hier geht es um Pearl. Sie ist eine, ja, sie ist kein wirklicher Mensch mehr, denn sie ist schon ziemlich früh gestorben und ist jetzt eine Suchende. Und eine Suchende ist, wenn man die Liebe seines Lebens sucht und einfach nur noch Leeren sich spürt. Und je älter man ist oder je länger man auf der Welt ist, desto schlimmer ist es, weil wenn du die Liebe zu jemandem gestehst und er sie auch zurück erwidert, ist aber nicht er oder sie, nicht dein Seelenverwandter ist, dann passiert was ganz Schlimmes mit diesem Mensch. Ob nun Pearl ihre Liebe findet oder nicht, das müsst ihr selber rausfinden. In meinem Lesemonat rede ich ausführlicher darüber oder in meiner Rezension. Wie gesagt, ist unten verlinkt. Als nächstes hätte ich hier von Mona Carsten Feel Again. Das ist der dritte und der letzte Band der, ja, der Again-Reihe und auch darauf freue ich mich. Ja, ich möchte eigentlich die Reihe beenden, denn dann hätte ich auch eine weitere Reihe, die ich auch abgeschlossen habe. Im Juni, Ende Juni, werde ich dann auch ein Video über ja, mein Halbjahres-Sub reden und ja, alle weiteren Infos dann, wenn es soweit ist. Ja, hier geht es um das Mädchen Xavier Dixon und ja, sie ist eine Außenseiterin und sie lernt jemanden kennen, der einfach nur ein Nerd ist und anscheinend knistert es zwischen den Beinen und sie kommen sich irgendwie näher und das ist auch alles, was ich wissen will oder muss
Und mehr will ich auch gar nicht wissen. Ich freue mich auf die Geschichte, die Mona Carsten uns gezaubert hat. Sobald ich es gelesen habe, werde ich euch darüber ausführlicher berichten. Als letztes habe ich mir Der Kuss der Lüge gekauft. Ja, die Chroniken der Verbliebenen. Dazu gibt es auch jetzt schon den zweiten Band. Den werde ich mir im Juni auf jeden Fall zulegen. Leider ich weiß hier und dann auch gar nicht, um was es so geht. Lia ist Königstochter von Marie Gohan. Am Tag ihrer Hochzeit entflieht sie ihren goldenen Käfig und lässt ihr bisheriges Leben hinter sich. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Hier geht es um ein Mädchen, die halt ja, heiraten muss, davor aber entflieht. Und sie begegnet zwei Männer. Der eine ist ihr Prinz, der sie eigentlich heiraten sollte. Und der andere ist derjenige, der sie eigentlich töten sollte. Und ja, das natürlich weiß sie darüber nicht Bescheid. Und was die Geschichte so ergibt, das werden wir sehen. Ich weiß auch, dass der dritte Teil im Oktober rauskommt. Und ja, ich bin ziemlich gespannt und ich finde es schade, dass ich das Buch jetzt entdeckt habe. Ich habe es die ganze Zeit bei anderen in der Kamera gesehen und mir gedacht, ja, okay. Und dann, ja, als ich dann vor ein paar Tagen in Thalia war, dachte ich mir, okay, jetzt nehme ich es mal mit. Und das habe ich auch getan und ich bereue es bis jetzt nicht. Ich hoffe, die Geschichte kann mich faszinieren. Ja, mal wieder ein Jugendbuch und eigentlich wollte ich eine Pause davon machen, aber das Buch hat mich so gefesselt und ich konnte da nicht Nein sagen und zum zweiten Band schon gar nicht. Dieses schöne Blau ist einfach wunderschön und ja. So, meine Lieben, ich habe euch meine sechs Bücher gezeigt, die neu bei mir eingezogen sind. Ich freue mich natürlich drauf. Und ja, zwei der Bücher werde ich auf jeden Fall schon im Juni lesen und mal gucken, wie es mit den anderen aussieht. Das war's jetzt von mir. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bye!